Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Mit einem Showprogramm startete am Freitagabend, den 9.02.2018, der entscheidende Finalkampf um die deutsche Ringermeisterschaft der Deutschen Ringerliga in der restlos ausverkauften Wilfried-Dietrich-Halle in Schifferstadt. Es standen sich gegenüber der VfR Schifferstadt und der KSV Ispringen. Die Deutsche Ringerliga hat sich zu dieser Saison vom Deutschen Ringerbund abgetrennt. Beabsichtigt war, den Ringersport professioneller aufzustellen und zu organisieren. Ob dies auf längere Sicht gelingen wird, wird sich noch zeigen. Fakt ist, in der Deutschen Ringerliga ringen so gut wie keine deutschen Ringer, da diese vom Deutschen Ringerbund für internationale Einsätze nicht berücksichtigt werden. Aber auch disziplinarisch war viel Luft nach oben am Freitagabend. Vor allem auch, was das Benehmen der Akteure selbst am Mattenrand anbelangt. Trotz allem, die Wilfried-Dietrich-Halle war restlos ausverkauft. Nachdem die Rettestädter in Ispringen 11-13 gewonnen hatten, standen die Zeichen auch recht gut für das Scherer-Team. Jedoch die Ernüchterung kam recht früh, denn die Schifferstadter mussten die ersten 4 Kämpfe an den Gegner vom KSV abgeben. Zu Zurmia unterlag Amoyan im ersten Kampf in der Klasse bis 59 Kilo mit 1-4. Somit starteten die Schifferstadter mit 0-2 in den Finalkampf. Die Schifferstadter ringen in Rot und die Gäste aus Ispringen in Blau. Auch die zweite Auseinandersetzung in der Klasse bis 130 Kilo konnten die Kämpfer aus Ispringen für sich entscheiden. Kojetev gewann mit 0-7 Punkten gegen Lidjeti. Nachdem auch die 66A zwischen Perpelita und Sakulton verloren ging, stand es nach 3 Kämpfen 0-5 für die Gäste, die dann auch noch den 4. Kampf in der Gewichtsklasse 98B Georgi Melita VfR Schifferstadt und Ardo Arusa KSV für sich verbuchen konnten. Damit hieß es nach 4 Kämpfen 0-6 für die Mannschaft von Alexander Leipold. Und wie eingangs bereits erwähnt, die Nerven lagen blank und das spiegelte sich auch bei den Akteuren am Mattenrand wider. Dann machte Alexander Leibold noch die Herrlich-Pirouette und der Kindergarten ließ grüßen. Gut, es war jetzt eine ganz heiße Stimmung hier. Ispringen und Schifferstadt, die stehen sich wirklich Kopf an Kopf gegenüber. Und da versteht man schon die Emotionen auch von den Fans. Aber ich finde, die Fans sind hier völlig in Ordnung jetzt. Die ersten Punkte für Schifferstadt gab es im letzten Kampf vor der Pause. Kafia Darze siegte mit 10-5 über Sokol, sodass es mit 2-6 Punkten aus VfR-Sicht in die Pause ging. Auch nach der Pause startete der VfK Schifferstadt mit 2 verlorenen Kämpfen. Zunächst musste Korzaja seine Punkte an Belonowski abgeben und der Ispringer Israel Kosumov hatte nach 2 Minuten Kampfzeit 4 Mannschaftspunkte auf seinem Konto. Er siegte aufgrund technischer Überlegenheit gegen Lascha Taschkalze. Damit stand es bei der Mannschaftswertung nach 7 von 10 Kämpfen 2-12 für die Gäste. Und trotz des großen Rückstandes wurde es nochmal spannend. Denn der Schifferstadter Kobatze schaffte gegen den KSV-Ringer Neven Zugay nach einer 12-0 Wertung 3 Mannschaftspunkte. Dies hatte nun zur Folge, dass es bei noch 2 ausstehenden Kämpfen die Gastgeber auf 5-12 verkürzten. Und im 9. Kampf in der Gewichtsklasse 75 Kilo griechisch-römisch hatte der VfR-Kämpfer Chahadai seinen Gegner Besleaga kurz vor einem Schultersieg. Und wie schon bei so etlichen Kämpfen davor, wurde mit dem Kampfgericht von beiden Seiten allerdings gehadert.
Es wurde der Videobeweis aufgerufen und wie beim Fußball gab es nach der Videokontrolle immer noch getrennte Meinungen. Während die VfR-Gemeinschaft einen Schultersieg sah, wertete das Kampfgericht die Szene mit nur 2 Wertungspunkten für die Schieferstädter und dies bedeutete nur einen Mannschaftspunkt. Letztendlich stand es vor dem abschließenden Kampf 6:12 und somit war das Finale entschieden. Mit dieser Entscheidung waren natürlich die Schieferstädter nicht zufrieden. Die Halle brodelte und die Gemüter waren erhitzt. Es dauerte einige Minuten, bis der Kampf fortgeführt werden konnte. Zwar konnte Dublinowski im letzten Kampf des Abends gegen Carsten Kopp im Freispiel 86a mit 16:0 Wertungspunkte überzeugen, aber am Ende stand es 10:12 für den KSV Ispringen. Das Gesamtergebnis lautete also 13:13. Da Ispringen mehr Einzelkämpfe gewonnen hat, hatten sie die erste deutsche Ringermeisterschaft der deutschen Ringerliga für sich entscheiden können. Wir waren zweimal in der Lage, die Klasse 50 Kilo Freistil ordentlich zu besetzen. Haben da zweimal ohne große Gegenwehr 8 Punkte abgegeben und das war der Ausschlag. Wer als Mannschaft im Finale 8:0 hinterliegt, hat kaum eine Chance gegen so eine Top-Truppe zu gewinnen. Das war unser Manko. Wir haben 4 Leute, waren alle verletzt und nicht einsatzbereit. Und deswegen ist die Klasse leer gelaufen oder die Punkte abgeschenkt. Und das kann man nicht kompensieren und das war überall unser Knickbruch. Jetzt muss die Frage noch kommen, das erste Jahr jetzt Deutsche Ringerliga, was ziehen Sie für ein Resümee? Ja, das Fazit findet man von alleine, wenn man heute den Medienaufwand sieht, wenn man heute die Stimmung sieht, die Begeisterung sieht, das Interesse des Publikums, wenn man das alles sieht, dann haben wir seit Jahren wieder die Halle voll und haben ein riesen Event geleistet, also dann ist es schon viel. Dann ist es schon viel, weil das von 0 auf 100, von 0 aus dem Stand in der EL, war das ein emotionsgeladenes Finale mit allem drum und dran. Also ich bin wahnsinnig glücklich und ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Das waren die Sportler, die für sich gekämpft haben, fürs Team gekämpft haben. Und der Kampf war heute wieder ein Weltklasse-Kampf. Ich glaube, dass man gesehen hat, dass die Mannschaften gleichwertig sind. 23-23, also enger kann es nicht werden. Und auch ein Kompliment an die Schieferstädter, die haben gekämpft bis zum Umfallen. Ich glaube, da waren 2 würdige Finalisten da und deshalb Glückwunsch an alle. Was sagen Sie jetzt, wenn das erste Jahr vorbei ist mit der Deutschen Ringerliga und gleichzeitig eben auch mit dem Hauptverband? Was sagen Sie, wie sehen Sie eine Lösung im Ringersport, dass man hier mal wieder vereint ist? Also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns untereinander verständigen. Die Kommunikation ist da ganz wichtig. Und das Schönste ist, dass wir ringen auf der Matte. Und ich glaube, das wollen die Zuschauer sehen. Die interessiert es nicht, ob es der Verband ist oder die Liga, sondern die Zuschauer haben ja auch beide Finals honoriert, in der Bundesliga und in der Deutschen Ringerliga. Ich glaube einfach, dass wir uns da zusammenraufen müssen und zum gescheiten Ergebnis kommen müssen. Und damit wir die Ringerfans glücklich machen, um unseren schönen Sport zu präsentieren. Wie wird noch gefeiert heute Abend? Ich habe keine Ahnung. Ich bin heiser, ich bin überglücklich und ich trinke auch Wasser heute Abend. Man braucht keinen Alkohol zum Feiern. Dankeschön.